Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Wir stehen hier im Tempel. Matze ist natürlich auch wieder mit am Start. Hi. Genau, hallo. Und Koya hat immer noch seinen hübschen Mülleimer. Ja, sein Putzeimer der Wut auf dem Kopf. Genau, Putzeimer der Wut. Und sein, na lass mal das, was auch immer in der Hand. So ist es. Zur Erklärung, es sieht ein bisschen anders aus wahrscheinlich, als wir das letzte Mal die Folge beendet haben. Liegt daran, dass wir eine Aufnahmepause gemacht haben und jetzt natürlich das Gebiet wieder neu aufdecken mussten. Es ist also alles resettet, aber wir stehen hier trotzdem am Eingang des Tempels auf dem Weg zur Quest. Ist Wake of Hope? Nee, Piety's Pets. Genau die. Piety's Pets sind wir gerade im Lunaris Tempel am Lösen oder zumindest am Aufsuchen. Was müssen wir eigentlich machen? Find Piety und kill her. Also hätte ich eigentlich, ja, hätte man ahnen können. Hätte man erraten können. Wenn man jemanden sucht, soll man nicht so ganz oft eine diplomatische Lösung finden. Also nicht so häufig damit. So erstmal drüber reden. Ja. Bin ja immer noch für die friedlichen Lösungen. Ja, du vor allen Dingen, Koya, deswegen hast du auch einen Blechputzeimer auf dem Kopf. So ist es. Der Blechputzeimer des Friedens ist nämlich nicht der Wut, wie du da eben gesagt hast. Ist der Putzeimer des Friedens. Ah, du wischst quasi für Freiheit. Ich wisch mit Weihwasser. Jetzt krieg ich Angst. Guck mal. Guck mal. Ja, dann gehen wir nochmal ran. Guck. Und sterben nach Möglichkeit. Eine absolut friedliche Lösung. Du haust einfach ab. Du haust einfach ab. Ja, ich. Du Memme! Der wollte nicht reden, der eine. Da ist aber echt eine Menge am. Das wird irgendwas gar nicht auf. Ja, irgendwas belebt hier. Da muss ein Netz sein. Ich hol mir erstmal den Schrein hier, der hier rumsteht. So. Ach, Reanimator, hier sind sie doch, Koya. Hast du sie? Das ist sehr nett, weil ich. Hab hier diese blauen an der Backe und die machen echt Schaden. Ist da noch so einer? Ich mach mir mal. Ist er nicht? Hier ist ein Reanimator hier. Schau mal an, was hier für ein Reanimator ist. So. Ja. Damit endlich mal klar ist. So, haben wir es hier. Wer hier wen? Wer hier wen reanimatiert? Reanimutiert? Reanimutiert. Ja, das könnte bei deinen Dingern, die da mit dir rumlaufen, wirklich zutreffen. So ist es. So, hier ist doch nichts mehr los. Jetzt gucken wir mal um die Ecke. Ja. Ich glaube, das waren alle Gegner, die es hier in diesem Tempel gibt, alle auf einem Fleck. Na, das waren mir aber ein paar wenige Erfahrungspunkte, die du dann hier machen kannst. Wir sind doch sowieso überlevelig wieder mal. Naja. Also das waren gar nicht wenig Erfahrungspunkte, glaube ich, wenn ich das da unten jetzt so... Ah, gelb, 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 aua. Ach komm, brennen, brennen. Jo. Silk Rope. Ach, da ist schon wieder der, also diese animierenden, ja. Die Animateure quasi, die können echt ganz schön, können ganz schön, die Reanimateure, die können ganz schön nervig. Animateur, ist auch ein schöner Beruf. Auf jeden Fall, das wollte ich auch schon immer mal machen. Hat leider nicht gereicht. Das ist eine Premiere. Ja, muss ich sagen. Hat nur noch nicht. Ups. Ey. Ups. Hallo, ich war noch mit Jucken in der Nase beschäftigt. Ich konnte dir das gar nicht wegklauen. Ich fürchte leider Gottes, dass das eh was für dich ist. Ja. Wieso, das war doch ein Schild, oder nicht? Nee, es ist, scheint ein Helm zu sein. Hier belebt wieder was. Es scheint ein Helm zu sein und der hat auch noch... hier belebt irgendwo was. Flash rennt. Wo ist denn hier... Wo sind denn hier die Animateure? Ja. Es läuft gerade irgendwie nicht gut. Es wird langsam... Hilfe! Unübersichtlicher. Wem sagst du das? Ist hier noch...
Ist hier noch ein Animateur? Hier ist noch, irgendwo ist noch der. Ach, da oben ist der Boss. Ja, ja. Ist das der Animateur? Weiß ich nicht, da bin ich schon die ganze Zeit dran an dem, aber. Sagt mir ja keiner. Warte mal, ich nehm den mit. Lass mich den töten, bitte. Der kämpft mit uns. Ja, das brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Mit Bossen geht das gar nicht. Mit den ganz großen Bossen geht's nicht. Jetzt lass mich mal das Item kurz bitte anschauen. Ja, lass ich dich doch, Junge. Ja. Aha. Ja. Wo ist es denn? Nein. Da. Was ist? Du. Hier gleich mal S. Glückspilz. Oh ja. Blöder Glückspilz. Ja. Ja. Ja, vielleicht. Ja, ausnahmsweise mal. Ja, ich glaube, du hast dann an der Klatsche. Ja. Der ist viel, schlecht, der ist viel schlechter als meine. Echt jetzt? Ja. Im Ernst jetzt? Ja. Viel schlechter. Ich meine, der hat 29% allein auf die Rarity of Items. Ja, gut, aber das hilft mir im Kampf nicht. Ja, aber. Mir. Nö, das ist nicht so, so imbar. Echt nicht? Nein. Auch mit dem Leech oder was da war? Da war doch noch ein Mana-Leech, meine ich. Ja, aber meiner hat Armor 118, Evasion Rating 183 allein schon. Und der, meiner hat... Der Helm, was? Das ist viel, das ist echt viel. Ja. Ja, und meiner, den ich jetzt trage, hat 85 zu Accuracy. Den du mir gegeben hast, 100. Also so viel besser ist das nicht. Okay. Und dann... ist nichts weiter, wo ich sage, deswegen müsste ich jetzt 50 Evasion aufgeben und... Ei, dann gib ihn halt mir, dann schuster ich den vielleicht meiner Bogenschützin irgendwann mal zu oder so. Ja, weiß. Dann nimm ihn doch. Ja, dann. Kann euch ja kurz den Vergleich zeigen. Ja. Ja, dann sollen die anderen doch auch was davon haben. Ja. Oh. Ja, kannst jetzt nicht ausziehen, gell? Doch, kann ich, aber er weist mich darauf hin, dass es gesockelt ist. Ach so. Ey, nee, dann sind... Nee, oder ich kotze. Nee, die hast du gleich wieder. Ich hatte das auch schon mal. Echt? Ich glaube. Ich hoffe. Ich hoffe es auch. Weil ich gut, nimm den wieder raus. Aber ist klar, ja? Fürcht's. Ah, sie sind da. Oh. Das wäre jetzt geil gewesen. Wenn die Dinger weg wären, ja, das wäre ja. Das wäre ja übel. Ich meine, das kann man ja nicht bringen. So, gehen wir mal hier unten durch die Tür. Ja, aber trotzdem, das Knie. Nee, die Frage ohne Warnung, dass es danach weg ist, wäre auch sinnlos. Hallo? Oh. Ich habe nichts gesehen. Oh. Was? Wie? War da was? Ich glaube, da war nichts. Oh Mann. Ach, das geht doch noch. -15% Maximum Player Resistances. Wenn das alles ist. Mhm. Die werden bestimmt alle magisch auf uns draufprügeln, jede Wette. Ja, du willst es doch auch, Koja. Rein mit dem Putzeimer auf den Kopf und Frieden stiften. Ja gut, der Putzeimer des Friedens. Wir werden so sterben. Der Putzeimer des Friedens. Lass mich raten, wie die Folge heißen wird. Entschuldigung. Ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber... Ich gebe dir recht, das könnte... Wenn uns nichts Dümmeres einfällt. Das könnte in der Tat... Was habe ich hier eigentlich? Warum habe ich den... Hier ist doch irgendwas... Moment. Warum habe ich den Fireball da nochmal? Weil du nichts kannst. Ah, so sieht's aus. Das ist es nämlich. Moment, da ist doch irgendwas verstellt im Vergleich zum letzten Mal. Tu du mal, aber tu nicht zu viel, weil, ne? Was war denn da? Ich glaube, da war der. Die Glacial Cascade oder war da Freezing Pulse oder. Ach, egal, ne? Jo! Ja, ich glaube, das Ding hatte ich dann noch im Einsatz das letzte Mal, das weiß ich. Ach, das sind ja deine, sag doch was. Junge, Junge. Ja, ich dachte einfach nur, du testest ein bisschen deinen. Das ist irgendwie zu ruhig hier. Aber es gibt noch keine Dings.
Ach ja. Es gibt noch keine Magier hier bisher. Was überaus erfreulich ist. So. Dann haben wir alle mal ein 2. Kommen Sie, kommen Sie. Wir wollen, das sieht doch verdächtig aus. Wir wollen. Nee, der, doch, es sieht verdächtig aus. Du! Hilfe! Alter Schwede, was war das denn? Ja, aber hier ist ein Putzeimer, kann auch nichts. Von wegen Frieden stiften. Ich geh stiften. Ja. Alter! What the fuck? Was ist das? Ich mach erstmal diese anderen Dinger hier platt. Ich mach erst einmal. Ein Abflug. So, wo ist denn dieser Wirbelwind? Ich hab ihn hier am. Da ist er. Ey. Das geübt. Hab ich das schon gesagt? Nee, das war jedes Mal was anderes. Nee, klar. Was war denn das Gelbe, was du da aufgesammelt hast? Das könnte vielleicht mal ausnahmsweise was für mich das wäre. Was sind das denn hier für blaue Viecher? Was schießen die denn da? Das war ein gelber Helm mit Armor. Mit Armor, super. Nee, war ein Letterbaum nicht. Hier, da. Was ist das denn für ein Skill? Wie schreibt... keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ist ja auch egal. Ja, wo? Was? Wer? A fiery blast removes your energy shield and all but one life. Ja, den kenne ich. Exploding outwards to deal fire damage to nearby enemies based on the life and energy shield lost. Das gibt's auch für Eis. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn ich mit einem Leben stehen bleibe. Da braucht ja nur irgendein Projektil oder irgendwas unterwegs sein. Ja, du brauchst dann einen absoluten Overkill. Den schenke ich mir. Ja, ich also kann nichts mehr nehmen von dem blauen Zeug, Koja. Ja, scheiß drauf, oder? Ja, wir brauchen eh nichts. Hier, die Wand nehme ich noch mit. Oh ja, die hat 3 Slots, die schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Spell Damage 26%. Ganz schnell mal verticken gehen, Koja. Ich habe noch ein bisschen Platz. Also ich meine, schmeiß doch so ein paar blaue Sachen raus. Wir brauchen es ja wirklich nicht so dringend, ne? Also zur Not. Ich meine, nimm es erstmal mit und wenn dann was Besseres kommt, kannst du immer noch Blaues rausschmeißen. Jo. Also ich bin erstaunt, dass wir da jetzt nicht krepiert sind, weil diese blauen Viecher, also der Boss an sich war schon mit seinem Wirbel hat schon Schaden gemacht, aber das ging noch im Vergleich zu diesen Geschossen, die anderen, diese blauen Gegner da. Ja, deswegen wollte ich die auch mal schnell loswerden. Ja. Die haben genervt. Also die haben mich richtig, wenn ich da reingegangen wäre, die hätten mich, glaube ich, richtig fertig gemacht. Da bin ich einmal nur ganz knapp weggekommen. Apropos blau. Ich hab nichts gesoffen, Koja. Oh, ach so, nee, Mage nicht. Ich habe Mask gelesen. Meinst Mace? Mace, ja, Mace war es, stimmt. Falscher Knopf. Oh, uns mal wieder eine kleine Armee. Auch wenn die schneller liegt als alles andere. Too much clutter. Ey, bleib stehen. Gibt's hier eigentlich auch mal nicht blaue Gegner? Ich habe so das Gefühl, hier ist jetzt irgendwie. Nee, sieht nicht so aus. Alles blau nur noch, ne? So, den Ring, den will ich mir doch mal anschauen. Da schreibt man den Raum hier fertig ab. Tu das. Oh, ich habe ein Level bekommen, danke. Oh, Koja, Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Ach komm, ist doch nur ein kleiner. Hat doch gar nicht wehgetan. So, jetzt schauen wir uns den großen Raum erstmal fertig an, bevor wir da unten rausgehen wahrscheinlich. Da geht's auch noch hoch, sehe ich gerade. Da geht nichts mehr, da kommt nichts mehr. Ach, da geht nicht hoch. Hier unten geht's nochmal raus. Echt, da oben geht's nicht hoch? Da ist doch so eine Treppe. Doch, aber ich denke, da geht's weiter da oben. Ja. Nö. Da geht gar nichts weiter. Das ist schön hier. Ja, da kann man gut rumlaufen. Wir werden auch schon erwartet, wenn ich das so sehe. Schade, dass ich da nicht reincasten kann. Hat man schon einen roten Teppich und dann wird man vermöbelt, wenn man reingeht. Ja, das ist auch irgendwie... Das soll man mal alles verstehen hier. Frech. Hier lacht jemand dreckig. Ja, ja. Hab ich auch gerade gedacht. Hat wohl jemand einen Witz gemacht. Aha. Gut, also einen Wegpunkt gibt's hier wohl nicht, hm? Nö. Nee, wir haben... Sah jetzt nicht danach aus. Wir haben alles aufgedeckt. Bei mir fehlt ein kleines Stück, aber das dürfte nichts sein. Ja, ah ja, dann gibt's den vielleicht in Level 2. Hoffen wir's mal. Klick. Jo. Das kann ja nur schlimmer werden, ne? Oh, hoffentlich kommen diese Statuen nicht irgendwann von ihrem Sockel. Ja. Beschrei es nicht. Guck mal, was auf der Treppe los ist. Da ist ein Wegpunkt. Ui. Ui. Ah ja, komm, dann machen wir jetzt mal kurz einen Ausflug in die Stadt, wenn wir gerade schon da sind. Was sagt denn eigentlich die Uhr, Koja? Tick-Tack. Oh, danke. Wir haben noch ein bisschen. Keine Panik. Still breathing, eh? Wir wollen die Folgen ja auch nicht zu kurz halten hier. Wir wollen ja ein bisschen was bieten. Ja, Fratzegeballer hatten wir schon genug für meinen Geschmack. Alles weg, der ganze Kram. So, und das, den Helm heben wir mal auf, würde ich sagen. Der ist zu schad zum Wegwerfen. Jo. Und den Ring, den ich da gefunden habe, bin ich jetzt noch überlegen. 13 Intelligenz und der hier hat 24 Mana plus 19 Mana, sind wir bei 43. Das ist nicht ganz wenig. Zwei Intelligenz gleich ein Mana. Naja, dann bringt es nicht so viel mit der Intelligenz hier drauf. Komm, den lagern wir auch erstmal ein. Den Wahlskill braucht kein Schwein und die Orb machen wir auch in die Kiste. Hast du diesen Arctic Armor Spell am Laufen, Koja? Nee, habe ich nicht. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich da als Skill drauf hatte. Das war ein guter Hinweis. Zeig ihn dir mal, vielleicht hast du Interesse. Diesen Feuerschutz, den habe ich aber deaktiviert, scheint's. Ja, zeig her. Vielleicht leg ich ihn auch an, wenn du nicht möchtest. Es ist ein grüner, das ist damit was für dich. Ja, ja, aber Ermangelung an Slots. It drains your mana. Mana reserved 0? Hä? Ja, der hat einen. Ach nee. Mana over time. Ja, Mana over time. Ja, nee, dann um Gottes Willen. Das mache ich nicht. Probier's mal. Ich habe hab noch einen grünen Slot. Mach nur. Probier nur aus. So, ich werde hier beim Leveln weiter schön nach unten gehen, wobei ich mir schon überlegt hätte, es wäre eigentlich vielleicht auch interessant gewesen, nicht den Weg hier zu gehen, sondern hier oben rum. Dann wäre ich relativ schnell bei dem Cast-Speed gewesen, aber da komme ich ja auch noch hin und habe dann noch Zugang zu denen hier unten, die noch wesentlich wichtiger sind, wo Fire Damage und dergleichen kommt. Insofern behalten wir den Weg bei, auch wenn wir unterwegs ein bisschen Dexterity mitnehmen statt Intelligenz.
Macht ja nichts. So. Ich wäre dann wieder soweit. Ja, geh auch wieder zurück. Du hast den Level schon gemacht, sehe ich gerade. Ich habe ihn noch gar nicht. Du hast noch gar kein Level? Nein. Oh, okay. Interessant. Bin ungefähr gerade so 3 Balken hinter dir. Ah, erstaunlich. Das kommt davon, weil du so häufig mit Sterben beschäftigt bist, ne? Es hält sich in Grenzen, Koya. Ich weiß nicht, wo du die Info her hast. Och, ich erinnere mich da so an eine der letzten Folge mit Doppeltod. Ja, wie viele haben wir denn bei dir auf dem Konto? Zwei weniger als bei dir, meine ich. Aber ich hab's jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Das kriegst du aber ganz leicht auf den Schirm. Ja, ich weiß, aber jetzt gerade, ne, dann kommt ja wieder die Zeit, wo du im Dreck liegst und dann habe ich Zeit dafür. Was ist das denn hier? Ach, der knistert noch ein bisschen. Du ziehst da irgend so eine Spur hinter dir her. War das ein... Ja, das ist mein Spell. Der Arctic Ice. Ach so, okay. So, dann kann ich auch nochmal ein, zwei beschwören hier. Golden Chest. Und drin ist mal wieder nur Müll. Und wie schnell geht das Mana weg bei deinem... Ja, es ist schon... Bist schon als am Saufen oder geht das ohne Saufen weitestgehend? Nee, also ich muss schon ein bisschen mehr saufen. Ich merk's schon. Okay. Ich bin fast zu stressig, weil wenn das Mana leer ist, dann geht der aus. Ja, ich meine, du musst... Ach so, doch, es schützt ja auch vor physischem Schaden, ne? Stand da, glaube ich. Ja, das ist halt schon nett. Ja, aber trotzdem, ich würde es dann einfach anmachen, wenn es in den Bosskampf geht oder so halt, weißt du? Ja, nicht als Dauer an, das geht das nicht. Das würde ich auch sagen, das ist ein bisschen heftig. Oh, hier ist Boss. Großes Boss. Böses Boss. Kohle. Ja! Ich hab nicht aufgepasst. Wie war das mit dem Sterben? Wie war das mit dem Sterben? Einfach nur mal nicht aufgepasst. Das war jetzt doof. War richtig unnötig. Der haut aber auch rein. Also wenn man da mal kurz nicht aufpasst, reicht's. Ach, echt? Ja, ja. Rate mal, was ich gerade getan habe. Ach, du bist gestorben? Na warte, Koya. Wie kann man denn dabei sterben? So, jetzt kann ich hier wieder alles alleine machen. Das ist... Ja, Solo-Let's Play. Also bitte! Ja! Hier geht's übrigens, glaube ich, runter, wenn ich das richtig sehe. Dann schauen wir uns das Räumchen da unten noch an. Wo ist es denn? Das Draught. Also. Da oben, wir gehen jetzt gerade wieder zurück. Geh doch, wo du herkommst. Da oben ist auch noch ein Raum, wo wir nicht waren. Ey, ich will eine Gehaltserhöhung, echt, hey. Haben wir doch schon mal geklärt, dass du mit dem 1 Euro zufrieden sein musst. Das waren 2,90 Euro. Nee. €2,90, das ist Wucher. Ach, bitte. Ach, schön hier. Ja, ganz toll. Muss ich sagen. Voll. Lecker. Angerichtet. Hingerichtet. Ja, das ist moderne Kunst, wie es scheint. Ja, ja, ne? Ja. Gott sei Dank gibt es noch keine Geruchs-PC-Spiele. Ja, zum Beispiel. Und dann haben wir den Tempel hoffentlich. Klar, ach nee, oder? Sag bitte, dass das... Hä? Da geht's runter? Aber bei mir da drüben ging es, glaube ich, auch runter. Warte mal, das stimmt. Ich habe nur das orangene Symbol auf dem Bildschirm. Da geht's in Level 3. Und wohin geht's da hinten? Vielleicht auch in Level 3.
Das wäre ja komisch, ne? Nee, könnte ja ein Rundgang sein, Koja. Ja, aber das gab's ja bisher fast nie. Moment. Vielleicht jetzt? Oder hätte dieses Spiel ja Überraschungen? Eine Wende? Nee. Es ist viel schlimmer. Oh! Overlords, Arcane Chambers of Endurance. Monsters gain 3 Endurance Charges every 20 seconds. Und dazu noch Unique Boss. Deals 20% mehr Damage and attacks 15% faster. Komm, dann gehen wir rein. Wenn ich ein paar Mal schaffe wegzurennen, ja, dann sind wir mit dem Toten wieder gleich auf. Aber du kannst dir denken, wann wir da reingehen, oder? Lass mich raten. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. In der nächsten Folge, selbstverständlich. Ja. Und dann werde ich meinen Putzeimer des Friedens wieder mit Weihwasser schwingen und dann hoffe ich, dass wir dort durchkommen. Oh wei, ich glaube, also das wird definitiv unser Tod sein. Wetten werden noch angenommen, schreibt's in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass wir die nächste Folge überleben oder nicht. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Das wird auf jeden Fall interessant. Also das klingt echt bitterbös, das Teil. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr denn möchtet. Bis dann, ciao. Tschüss.